Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Lohmer. Tiefe Bässe, Gitarrensolos und harte Drumschläge waren im Mai-Programm der 6. Metal Sound Germany Party im Jugendkulturcafé in Troisdorf. Die Organisation von Metal Sound Germany kommt von der niederländischen Niederlassung und präsentiert sich als eine der größten Metal-Partys im Rhein-Sieg-Kreis. Seit gut einem Dreivierteljahr findet die Metal Sound Party regelmäßig im Troisdorfer Jugendkulturcafé statt. Sascha Noll, Gründer von Metal Sound Germany, berichtet uns von seiner Idee hinter Metal Sound und was ihn antreibt, an der Veranstaltung zu arbeiten. Eigentlich sind wir eine Booking-Agentur, also wir sind eigentlich keine Veranstalter, sondern nehmen eher Bands unter Vertrag und vermitteln die zu Veranstaltern. Aber wir haben uns gedacht, hey, warum nicht selber veranstalten, und da kommt uns das Kult halt hier extrem gelegen. Hier können wir machen und tun, was wir wollen. Mittlerweile würde ich sagen, dass wir im Rhein-Sieg-Kreis die einzige Metal-Party sind, die regelmäßig stattfindet. Und ja, ich denke, wir bieten hier gerade der Jugend, aber auch vielen Älteren eine gute Alternative zu irgendeiner Disco oder allein in einer Bar rumzuhängen. Die kommen dann halt zu uns, haben hier Spaß. Die Partys finden in einem monatlichen Rhythmus statt. Für gut 3 Euro bekommt man bereits auf seine Kosten. Headbang und harte Metal-Sounds inklusive. Am meisten gefällt mir die Arbeit mit den Bands. Man trifft viele verschiedene Leute, auch aus anderen Nationalitäten. Hat man mal Belgier, hat man mal Niederländer oder auch anderes. Und der Austausch mit den Menschen macht mir eigentlich am meisten Spaß, und das Arbeiten mit denen. Ja, für die Bands natürlich, die haben die Arbeit nicht mehr, dass sie irgendwie sich um Auftritte kümmern müssen. Das machen alles wir. Wir nehmen denen quasi die Arbeit ab. Und für die Fans natürlich, die sehen viele verschiedene Bands aus verschiedenen Ländern, haben immer Abwechslung, nicht immer dasselbe.